Sie sind die Besten aus über 11.000 Bewerbern. Sie sind ganz nah dran, Karriere zu machen. Sie fliegen zum Popstars-Workshop nach Ibiza. Hamza, 18 Jahre aus Mülheim. Indira, 22 Jahre aus Frankfurt. Roland, 19 Jahre aus Essen. Inan, 20 Jahre aus Saulheim. Jan, 22 Jahre aus Hilden. Senat, 21 Jahre aus München. Feis, 21 Jahre aus Bonn. Daya, 18 Jahre aus Bremen. Giovanni, 23 Jahre aus Hechingen. Shayham, 23 Jahre aus Michelfeld. Johnny, 23 Jahre aus München. Steffi, alias Curly, 21 Jahre aus Köln. Stephanie, 24 Jahre aus München. Nivaldo, 26 Jahre aus Bochum. Hila, 18 Jahre aus Frankfurt. Safir, 24 Jahre aus Nagold. Malaika, 22 Jahre aus Köln. Silvana, 24 Jahre aus Darmstadt. Sie haben die Jury am Düsseldorfer Flughafen von ihrem Potenzial überzeugt. Sie fliegen nach Ibiza, um am Popstars-Workshop teilzunehmen. Nach einer langen Nacht und einer strengen Auswahl sitzen sie nun in dem Flugzeug, das sie ihrem Traum ein großes Stück näher bringt. Die, die es geschafft haben, sind glücklich, müde und voller Erwartungen an die nächsten 10 Tage auf Ibiza. Ja. Okay. Die werden auf jeden Fall anstrengend sein, aber wir erwarten natürlich auch viel Spaß. Ja. Das wird jetzt, ja, ja, auch wenn wir rausfliegen, werden wir uns trotzdem ein paar schöne Tage auf Ibiza machen. Ja, auf jeden Fall. Sehr viel singen, sehr viel tanzen und mehr eigentlich erwarte ich gar nicht. Ich glaube, es wird nur darum gehen. Ich glaube, so wie wir es halt auch in den 5-Minuten-Pausen oder in den 3-Minuten-Pausen gemacht haben, immer nur weiter am Trainieren sein. Die nächsten 10 Tage, die werden richtig gut, glaube ich. Sonne, von der wir vielleicht nicht so viel sehen, weil wir sehr viel Training haben werden. Aber trotzdem einfach, ich glaube, dass ich nach den 10 Tagen, wenn ich die Möglichkeit habe, 10 Tage richtig krass Training zu machen, dass ich danach auf jeden Fall volle Profi bin im Tanzen und im Singen, hoffentlich. Und ja, für mich geht da sein Traum in Erfüllung mit so Wahnsinnsleuten wie jetzt unserem jetzigen Choreografen und richtig professionellen Gesangslehrerin zusammenzuarbeiten. Und das ist halt für mich schon mal was ganz Besonderes. Und da freue ich mich halt wahnsinnig drauf. Und jetzt schlafe ich. Zwei Stunden später kommt die Maschine auf Ibiza an. Die Vorfreude und die Sonne wecken die müden Kandidaten wieder auf. Denn schließlich sind sie alle gekommen, um Popstars zu werden. David, 24 Jahre aus Brilon. Farsad, 19 Jahre aus Hamburg. Lisa, 23 Jahre aus Dorfen. Und Michelle, 23 Jahre aus Grünheide. Julia, 18 Jahre aus Traun. Katie, 18 Jahre aus Aachen. Raymond, 20 Jahre aus Karst. Maiko, 24 Jahre aus Wiesbaden. Für 10 Tage werden die Kandidaten nun auf der Ferieninsel alles andere als Urlaub machen. Denn für ihr großes Ziel werden sie hart arbeiten. Und das ist für alle ganz klar definiert. Sie wollen Popstar werden. Cinzia, 20 Jahre aus Remscheid.
Patrick, 22 Jahre aus Frankfurt. Vipapan, 18 Jahre aus Mainz. Daniel, 26 Jahre aus Hechingen und Tamara, 18 Jahre aus Wien. Klaus, 22 Jahre aus Wiesbaden. Vom Flughafen bringt ein Bus die Kandidaten zu dem Ort, an dem sich ihre Zukunft entscheidet. Noch ist von Druck nichts zu spüren. Ankunft am Club Punta Arabi. Hier, wo sonst hauptsächlich junge Gäste wilde Partys feiern, werden die Popstars-Kandidaten ihr Trainingsprogramm absolvieren. Drinks am Pool, Beachvolleyball oder Discoabende können sie bestenfalls aus der Ferne beobachten. Ja, erstmal ein herzliches Willkommen hier auf Ibiza, hier im Club Punta Arabi. Wir freuen uns alle, dass ihr hier seid. Heißen euch auch herzlich willkommen. Wir wissen auch, dass ihr von vielen Tausend die Letzten seid. Also ihr habt es wirklich geschafft. Davon auch von uns erstmal einen Applaus schon mal für euch. In einem eigens für Popstars abgesperrten Bereich des Clubs wohnen die größten Talente aus ganz Deutschland. Hier können sie sich zurückziehen und reden, zum Beispiel über ihre Probleme, denn die tauchen schon gleich zu Beginn auf. Gibt's auch einen Aufzug? Die Kandidaten sind in Dreierzimmern untergebracht. Erst einmal geht es ans Auspacken. Ausblick auf. Jawoll! Endlich, warte, ich setz mich. Es geht mir gut. Nein, ich bin müde. Süß, ich finde das total spanisch hier. Ich weiß nicht, so richtig irgendwie so gelb, fröhlich. Ja, ich finde es schön hier. Respekt. Hallo! Hallo! Wir sind hoch, ganz hoch gegangen. Wir! Um Popstar zu werden, brauchen die Kandidaten neben Talent und Fleiß sicher auch ein wenig Glück. Aus diesem Grund steckt in fast jedem Koffer ein Talisman. Der kleine Frottihase. Süß. Der ist einfach cool. Muss man sich nur einen Namen für ausdenken. Lass die Freunde sein. Oh. Buddha ist der Talisman von unserem Zimmer. Der kommt jetzt da hin und jeden Morgen reibe mir einen auf den Kopf für gut Glück. Alles klar. Ja. Yeah. Ich habe einmal diesen Lapis Lazuli, das ist ein Stein, den habe ich von meiner Logopädin gekriegt. Die Kandidaten kommen zur ersten Besprechung zusammen. Die Jury wird ihnen den Ablauf der nächsten Tage erklären. Noch sind alle entspannt. Doch heute Abend wird auch noch niemand den Workshop verlassen müssen, denn das Training beginnt erst morgen. Herzlich willkommen auf der Partyinsel Ibiza. Ibiza! Party war mehr so ein Scherz. Also hier wird natürlich Party gemacht, aber weniger durch uns in den nächsten Tagen. Das wisst ihr selbst. Wir werden also morgen loslegen. Am Vormittag meist mit Tanztraining und ein paar anderen Specials. Und nachmittags dann mit Vocal Coaching und Gesangsunterricht. Und abends müssen wir leider immer einige ausscheiden lassen. Also 35-Stunden-Woche ist hier nicht wirklich. Es wird sehr viel gearbeitet, aber es wird euch auch sehr viel Spaß machen. Sicher werdet ihr euch und eure Grenzen, eure Fähigkeiten ganz neu kennenlernen. Ihr werdet bestimmt Sachen bringen, von denen ihr gar nicht gedacht hättet, dass sie gehen. Und das erfordert natürlich auch ein bisschen was tun. Und denkt daran, warum ihr hier seid. Ihr seid hier, weil wir hier ein Ziel verfolgen und weil einige von euch Popstars werden sollen. Okay? Frische, geheime Musik, noch nie gehört. Zuallererst von euch gecheckt. So, Cinzia, verteilt die mal. Kümmert euch bitte vorerst nur um den ersten Song. Schon bekommen die Bewerber ihre erste Aufgabe. Bis zum Gesangstraining am nächsten Tag müssen sie den Song Who's Been Sleeping in My Bed lernen. Doch vorher hat die Jury noch etwas vorbereitet. Und weil man dazu Platz braucht, heißt es erst einmal Hand anlegen und Tische rücken.
Okay, dann stellt euch doch mal in so einen wunderbaren runden Kreis. Im Augenblick haben wir ja noch so einen Halbkreis. Bitte schön. Wir haben was ganz Niedliches mit euch vor. Tolles! Okay, das, was wir jetzt machen mit euch, werden einfach so ein paar Geschichten sein, wodurch ihr euch besser kennenlernen sollt, persönlich einfach ein bisschen mehr Teamempfinden bekommen sollt und auf das, was in den nächsten Tagen passiert, einfach hier eingestimmt werdet. Und das wird, wer soll es sonst sein, unser, da kommt er, the one and only Ron Alone machen. Aufnahmeleiter Ron weist die Kandidaten ein. Die Aktion läuft folgendermaßen ab. Es geht immer so, Schnips, Schnips, ja. Und dann fängt einer an, das wäre ich dann zum Beispiel, und würde sagen, Ron, 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 Hamza. Hamza, 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 Feist. Feist, 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 Tamara. Tamara, 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 Fassan. Lila Jan. Im Trainingspavillon fallen einige an ihrem Tanz bis in die späte Nacht, obwohl sie die Choreografie noch gar nicht kennen. Ja, es war am Anfang erstmal so, dass wir eigentlich alle gedacht haben, es ist noch so ein bisschen träumen und es ist nicht wirklich so. Und dann waren wir erstmal sind wir in Ibiza angekommen und haben uns hier alles angesehen und ja, wir merken, dass es wirklich ernst geworden ist jetzt, weil wir halt eben, wir haben jetzt die Lieder gehört, wir haben Zeitpläne bekommen, gewisse Sachen, an die wir uns halt eben einfach halten müssen. Und jetzt ist uns eigentlich im Endeffekt bewusst, dass jetzt hier nochmal 10 Tage zusammenreißen und dann kann man es entweder schaffen oder halt eben nicht. Doch schaffen wollen sie es alle. Wer erst einmal so weit gekommen ist, will jetzt auch Popstar werden. Dafür muss man viel üben, aber auch seine Grenzen erkennen. Wenn die Jungs und Mädels gut sind, dann machen wir heute ein Gesamtprogramm von 2:40. Ja, was beginnt damit, dass die Jungs und die Mädels einzeln verteilt von da hinten kommen, sozusagen eine Art Intro. Und erzähl du mal weiter. Dann haben wir so einen Mädchen-Jungen-Part, auf jeden Fall. Die Mädels fangen an, die Männer folgen, so eine Art Battle. Kommt gleich. Ja, kommt gleich. Das ist dann so ein Teil, wo die so hier reingehen. Okay. Ja, so als wenn die gegeneinander tanzen würden. Fighten würden. Fighten. Fight Dance. Fight. So, und dann haben wir einzelne Choreografie-Parts für die Mädels, die dann so eher weiblich sind, Kick. Gut, und dann haben wir für die Männer. Einzelne Parts, die etwas härter sind für die Männer. Und den machen wir dann auch nochmal mit allen zusammen. Mit allen zusammen. Die und Salvatore haben sich eine Menge vorgenommen. Ein hartes Programm für die Kandidaten. Okay, guten Morgen. Wir haben heute 3 Stunden zum Trainieren bis um 12.30 Uhr. Cyber wird mit euch ein schönes, entspanntes Warm-up machen. Dann werden wir heute eine Choreografie machen. Wir haben 3 Choreografie-Teile. Wir fangen mit dem ersten an. Wenn wir den drin haben, der ist für alle, gucken wir, dass wir nochmal Choreografie-Teile machen, nur für die Frauen und nur für die Männer. Und dann gibt es nochmal ein Part zusammen. Wenn wir nicht alles heute schaffen, dann haben wir Pech gehabt, müssen wir halt morgen weitermachen, okay? Dies ist das Leben und dies ist auch das Jahr, also warte nicht auf die Zukunft, denn die ist schon lange da. Dies ist das Leben und dies ist auch das Jahr, also warte nicht auf die Zukunft, denn die ist schon lange da. Es gibt nichts, was man nicht kaufen kann, nichts, was man nicht machen kann. Wenn ich ein Baby haben will, brauche ich nicht mal einen Mann. Ärzte schieben Kameras in meinen Bauch, um nachzusehen, ob bei mir noch alles läuft, und nach 3 Tagen kann ich gehen. In 80 Tagen um die Welt ist mir zu lang. Mit 100.000 BPS kann ich überall hinfahren. Ich lieb das Leben, denn heute ist alles drin, weil ich das große Glück hab, dass ich in der Zukunft bin. Dass ich in der Zukunft bin, dass ich in der Zukunft bin, dass ich in der Zukunft bin, dass ich in der Zukunft bin. Bevor die ersten Schritte beigebracht werden, müssen sie sich alle erst einmal richtig warm machen. Denn ohne das wäre die Verletzungsgefahr beim Tanzen zu groß. Kaum auszumalen, wenn sich einer der Kandidaten verletzen würde und deswegen den Workshop beenden müsste.
Aus diesem Grund wird schon das Warm-up sehr ernst genommen. Dann erklären Dee und Salva den ersten Teil der Choreografie, die in mehrere Schritte, sogenannte Achten, aufgeteilt ist. Okay, Salva zeigt euch die Choreografie und ich gehe ein bisschen korrigieren. Okay, können wir? Können wir? Ja! 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6. Body Wave. 8. Okay, wir machen es noch einmal langsam. 7, 8. Hinter und rechts ist wieder vorne. Vor. Öffnen. Tipp, tipp, tipp. Tipp, tipp, tipp. Wave. Zeigen. Okay. Im Intro des Übungssongs dürfen die Kandidaten improvisieren. Doch dann müssen sie zeigen, ob sie die erste Acht beherrschen. Für die kurze Zeit ziemlich beachtlich. Dee, Salva und ihre Schüler sind zufrieden. Am Eingang des Clubs kommt unterdessen ein weiterer Gast an. Es ist Ross aus Bremen. Weil er mit seiner Musical-Truppe am Vorabend eine Premiere hatte, bekam er ausnahmsweise die Erlaubnis, später anzureisen. Doch alles, was Salva den anderen jetzt beibringt, fehlt Ross. 96. Er muss sich beeilen, damit er nicht noch mehr verpasst. Jeden Schritt. Jede Drehung. 3 und 4. Muss Ross nachlernen. Je schneller er jetzt ins Training einsteigt, desto kleiner ist sein Nachteil den anderen gegenüber. Wartet mal ganz kurz, lass uns mal ganz kurz entschuldigen, Salva. Jemand Neuen begrüßen. Guten Tag. Die Freude der anderen ist groß. Alle lassen für einen kurzen Moment die Achten Achten sein. Ganz schnell, damit wir weitermachen können. Wie war die Premiere? Super. Echt? Geil? Geil, ja. Woo! Geil. Super. Kannst du das nicht sehen? Okay, pass auf, wir machen Folgendes. Ihr macht ganz normal mit Salva weiter. Ross, mach du dich erst ein bisschen warm, bitte. Super. Okay? Gut. Ihr macht weiter. Während Ross sich warm macht, geht das Tanztraining weiter. Damit er die Choreografie schneller lernt, zeigt ihm Dee, was bisher getanzt wurde. Dank seiner Erfahrung als professioneller Musicaldarsteller findet Ross schnell den Anschluss und kann mit allen anderen tanzen. Jetzt ist erst einmal Pause. Vor dem Gesangstraining haben die Kandidaten Zeit zu essen und kurz zu entspannen. Alle sind froh, dass sie den ersten Teil des Trainings überstanden haben. Dann ist die Pause vorbei und Vocal Coach Artemis beginnt ihren Unterricht. Zu Anfang macht sie die Gruppe auf Grundsätzliches aufmerksam. So, sehe ich jetzt jeden? Sind auch alle da? Ja. Tag auch. Kurz eine klitzekleine Ansage vorher. Es ist keine Modenschau. Ihr seht alle super aus. Problem ist nur, bitte, bitte keine Schuhe, hohen Schuhe und bitte keine so kurzen Minis oder so. Denn es kann sein, dass wir ein bisschen ein paar Übungen machen, die ein bisschen bitterer werden. Und dann steht ihr nämlich da. Konzentration. Mit Atem- und Lockerungsübungen eröffnet Artemis ihr Training. Wichtig für jeden Sänger, denn ohne die richtige Atmung ist es fast unmöglich, den Ton zu treffen und vor allem ihn zu halten. Nochmal einatmen. Nein, schau mal, du atmest nur hier ein. Richtig schön. In den Bauch. Nein. Setz es tief. Da ist nichts, da rührt sich gar nichts. In den Bauch rein. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Sehr schön. Selbst die Jury lässt sich zum Mitmachen animieren. Die Übungen machen allen Spaß und sie sind deutlich weniger anstrengend als das knallharte Tanztraining am Vormittag. Aber nicht weniger aufschlussreich. Denn kaum einer der Kandidaten hat bisher neben der Lunge auch Bauch und Flanken bewusst mit Luft gefüllt und damit das zum Singen nötige Volumen deutlich vergrößert. Musik
Nun, da alle aufgewärmt sind, soll Who's Been Sleeping in My Bed gesungen werden. Der Song, den die Kandidaten am Vorabend zum Üben bekommen haben. Mein Blick oder mein Thema gar nicht darauf gehen, es zu singen, sondern ich will, dass es mit Feeling singt. Ich will, dass das Feeling da ist, dass sie wissen, okay, ich fühle mich jetzt glücklich, also singe ich glücklich. Ich bin traurig, also bin ich traurig. Ja. Das ist so, dass sie einfach noch mal ein bisschen eher sich mal den Text angucken, worum geht es in dem Text, wie gehe ich mit dem vor und den dann umsetzen lernen. Und damit alle auch wirklich wissen, worum es geht, wird erst einmal heiß über den Inhalt des Songs diskutiert. Bitte? Wie reagierst denn du, wenn dein Freund ankommt und sagst, hey, wer hat hier um Himmels Willen gepennt? Und hey, sie, also, er erzählt, dass das Mädchen ihm über den Weg gelaufen ist. Sie sah gut aus, aber er hat sie nicht gefragt. Dann war ja diese Frage in der Luft, wo gehen wir hin? Die Frau? Die andere. Ja, die da. Siehst du? Warum? Ich bin nicht fremdgegangen, aber erzählt eigentlich das ganze Lied von dem anderen Mädchen. Ich habe immer hinter dir gestanden. Ja, ich war nicht derjenige, der gesagt hat, dass du mit mir zusammenbleiben sollst. Ja. Who's been calling there on the phone? Auf welchem Telefon? Auf welchem ist es? Ist es jetzt das Telefon daheim? Oder, ja, genau das ist ja die Frage jetzt. Ist es jetzt das Telefon daheim bei Ihnen? Aber dann kann es gar nicht sein, dass Parfüm bei ihr im Bett ist, weil letzte Nacht war er ja weg. Nach der mehr oder weniger erhellenden Diskussion kann es dann losgehen. Who's been sleeping in my bed? Tell me, boy, do you think I'm mad? Wasting so much time thinking truly you were my love. Where have you been gone all night long? Who's been calling there on the phone? Why do you treat me so bad? Who's been sleeping in my bed? Just another Sunday hanging out in the city. When I saw this lonely girl come in my way, she was looking so pretty. Gucci and Fanny. Wasn't that me who asked her if she won't stay with me? I know I'm not guilty to everything that's wrong. I'm sure you're thinking that I'm faking, but I didn't. You're wrong, no, it's true that I was gone, but I wasn't all alone. I was hanging with my homies when he called me on the phone. Yo, it might look straight that you found some lingerie, but believe me, baby, this can all be explained. You know what? You're breaking up my heart, so you're all alone. Just might be good on the claim, mom. You can always pick and you can leave the baby, you know you can't beat the thing. Yeah. Number one, go with your apple, just like this. Was mir sehr gut gefallen hat an den Jungs, war, sie haben das Gefühl, was sie ausdrücken wollten, auch ausgedrückt. Das heißt, auch ich habe zwar keinen Text, ich habe überhaupt keine Ahnung von Text, Pustekuchen, aber ich hätte es verstanden, wenn ich keine Ahnung habe. Ich weiß, worum es ging. Jetzt gibt's Hausaufgabe. Darauf freue ich mich total. Hausaufgabe, wir üben natürlich das Atmen. Wir liegen im Bett, atmen in den Bauch, atmen in die Flanken, ja? Geht einfach mal die ganzen Übungen nochmal durch. Auch miteinander. Greift euch einfach mal an die Flanken, an den Bauch und guckt mal, ist da Atmung oder nicht? Wenn ihr es selbst nicht kontrollieren müsst, lasst es einen anderen kontrollieren. Aber seid streng zueinander. Guckt wirklich, dass ein Atem da ist und nicht nur ein, ich gebe meinen Bauch raus, ja? Nach dem Gesangstraining bespricht sich Artemis mit der Jury, denn in der direkten Arbeit mit den Mädchen und Jungen bekommt der Coach den genauesten Eindruck der Stärken und Schwächen jedes Einzelnen. Für die Jury eine wichtige Hilfe bei ihrer Entscheidung, denn jeden Tag müssen sie die Besten der Besten herausfiltern. Gut, okay, wir wissen beide, dass es ein sehr, sehr harter Tag für euch war, dass es schon viele Grenzfälle gab, die hart an sich arbeiten mussten und kurz davor waren aufzugeben. Und wir müssen aber trotzdem heute eine Entscheidung treffen. Und dafür würden wir euch bitten, mal kurz rauszugehen, euch auch zu sammeln, während wir dasselbe tun. Okay, dann sehen wir uns zur Entscheidungsfindung. So, ich denke mal, eine halbe Stunde können wir schon brauchen, oder? Schauen wir mal. Okay, bis gleich. Okay. Im Pavillon berät die Jury. Dahinter sitzen die 33 Popstar-Finalisten. Und sie alle denken nur an eins: Wer wird heute den Workshop verlassen?
Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich es heute nicht schaffe, dann bin ich doch ein bisschen enttäuschter, als ich eigentlich gedacht habe, weil ich heute beim Tanzen irgendwie auf einmal so ein ziemlich gutes Gefühl hatte, was ich sonst nicht hatte. Ich war sonst super unsicher und ich habe es jetzt sogar hingekriegt, wenn ich irgendwie rausgekommen bin, dass ich dann irgendwie später wieder reinkomme. Zwar nicht mehr so wunderbar, wie es halt eben sollte, aber ich habe halt eben bei mir selber so eine Art Fortschritt erkannt und hoffentlich haben das die anderen auch erkannt. Dann ist es soweit. Die Jury hat sich entschieden und bittet die Kandidaten wieder in den Pavillon. Die Anspannung ist enorm, gleich zu Beginn will niemand rausfliegen. Doch keiner kann sich sicher sein, denn nicht nur das momentane Können ist entscheidend. Die Jury bewertet auch die positiv, die größten Fortschritte machen. Die Ungewissheit, das Warten auf die Verkündung, für die Kandidaten eine echte Tortur. I had a dream last night, but it looked unlike a dream. Mercy, mercy, I'm made out of cloth. Make me a suit so I can get it off. Heaven help me, my head's spinning round. Stop this airplane. Also, wir mussten uns entscheiden. Ihr habt alle gut mitgemacht. Und ihr habt ja wahrscheinlich bemerkt, dass jeder und jede von euch anders mit Stress umgeht. Ich denke mal, unter Druck seid ihr hier alle. In jedem Fall mussten wir uns entscheiden. Das müssen wir nun mal jeden Tag. Was sollen wir tun? Uns fiel es ganz sicherlich nicht leicht. Aber ich denke auch, dass ihr uns als Jury verstehen könnt. Und deswegen fangen wir heute einfach mit unserer ersten Entscheidung an. Auch vorher noch mal die Bitte. Wir möchten nicht, dass ihr von euch aus aussteigt, sondern wir möchten bitte, dass wir entscheiden, wer geht. Und zwar nicht, damit wir uns total wichtig und super finden, vorkommen können, sondern damit ihr selber euch nicht die nächsten 10 Jahre Vorwürfe macht. Denn wer ausscheidet, ist überhaupt kein Verlierer, weil fast alle ausscheiden werden, bis auf ein paar. Ihr seid also in allerbester Gesellschaft. Und wie ein Loser kommt ihr euch nur vor, wenn ihr selber es euch nicht erlaubt, rauszufinden, ob ihr es gewesen wärt. Okay? Das ist es. Okay. Also wir haben uns entschieden und es wird heute... Heute verlässt uns im Workshop... Die Entscheidung der Jury stößt auf ungläubiges Staunen und dann auf riesige Freude. Weil alle 33 Kandidaten sich extrem bemüht haben, hat sich die Jury überraschend entschlossen, dass heute noch niemand den Workshop beenden muss. Die und Noah wollen allen noch einen Tag lang die Chance geben, zu zeigen, was sie drauf haben und wie schnell sie lernen können. Doch eins ist sicher, das nächste Mal werden die Ersten gehen müssen. Ibiza, Popstars Workshop. Der zweite Tag, 7 Uhr morgens. Zur Überraschung und Freude aller 33 Kandidaten hat sich die Jury gestern entschlossen, dass niemand den Workshop verlassen muss. Doch alle wissen, dass das eine Ausnahme war. Deswegen wurde wieder bis spät in die Nacht trainiert. Oh Gott, ist das flüschig. Wegdienst. Oh, shit, ich hab mich gefragt. Ich schwöre es dir. Ja? Oh, meine Treppe. Hast du das gehört? Okay, seid ihr bereit? Noch vor dem Frühstück beginnt das Trainingsprogramm. Am Strand macht Clubcoach Ella die Kandidaten mit Taibo fit. Weil die Bewegungen auf Sand noch anstrengender sind, hat Ella allerdings das Pensum verringert. Trotzdem kommen alle mächtig ins Schwitzen. Was sich allerdings dadurch etwas leichter ertragen lässt, dass der Taibo-Unterricht am Strand stattfindet. Eine willkommene Abwechslung zum Trainingspavillon.
Und dann passiert das Unvermeidliche, ab ins Meer. Denn bisher sind die Popstars in Spee noch nicht einmal in die Nähe des Wassers gekommen. Diese Chance auf ein kurzes Bad lassen sie sich nicht entgehen. Zu kalt. Wir haben kein Bikini mit. Genau. Jetzt gucken wir mit gierigen und neidischen Blicken, wie die Leute im Wasser sind. Ein schwaches Argument, denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg ins Wasser. Der Weg zurück in die Klamotten fällt einigen dagegen etwas schwer. Scheiße! Yeah. Beim anschließenden Frühstück ist die Stimmung trotz des Extra-Trainings gut. Hat richtig Spaß gemacht. Direkt am Meer, ganz was Neues. Total geile Luft. Und wir sind jetzt fitter als vorhin. Hätte ich nicht gedacht. Also wir sind richtig, das war wie Aerobic. Ich habe gedacht, wir würden jetzt anderthalb Stunden machen oder so. Ich habe super Angst, dass ich, weil wir noch nichts gegessen haben, ich habe gedacht, ich würde irgendwie umkippen oder so, weil, aber bin ich nicht. Ich habe sogar echt gedacht, ich habe so, als dann alle so ihre Plätze, ihre Position verlassen haben, habe ich so gedacht, boah, okay, jetzt geht's gleich nochmal richtig los und so, jetzt volle Power durch oder so, aber dann war's vorbei. War gut. Mittlerweile sind auch die Noah, Artemis und Salva eingetroffen. Nun werden sie wieder das Training übernehmen. Wie in den Tagen zuvor soll am Vormittag getanzt und dann gesungen werden. Als erstes arbeitet die an der Präzision im Tanz. Vielen fehlt es noch an der Körperspannung, ohne die meisten Bewegungen unsauber und schlecht aussehen. Ganz sauber, nur die Fäuste, nicht so viel hibbeln! Beim Tanztraining wird nun die Gruppenperformance geübt. Für die Improvisation zu Beginn der Choreografie ist für die Kandidaten vor allem wichtig, dass sie auf ihre Ausstrahlung achten. In den einstudierten Teilen danach dürfen sie sie noch vernachlässigen, damit sie sich auf Schrittfolgen und Bewegungsabläufe konzentrieren können. Nicht irgendwie in zwei Sekunden erklärt kriegen, weil so diese Balance und so, das muss man irgendwie verinnerlicht haben. Und da habe ich halt gedacht, oh Gott, wir sind hier nur noch 10 Tage. Vielleicht bin ich morgen draußen, vielleicht bin ich auch erst übermorgen draußen, vielleicht bin ich auch was weiß ich wann draußen. Aber dann habe ich halt voll Angst bekommen, so von wegen, oh, du musst das hinkriegen. Und da ist dann voll der Druck in mir aufgekommen und ich war dann auch voll schlecht drauf, richtig so down, so, oh nein, nein. Mom is gonna wait and your dad is gonna stay. Didn't leave nobody but the baby. Go to sleep, little baby. Go to sleep, little baby. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Didn't leave nobody but the baby. Lernt diesen Chor und singt ihn dir dann einfach nochmal vor. Und zwar, ich würde es mal sagen, so in einer Viertelstunde, 10 Minuten, Viertelstunde. Go to sleep, little baby. Go to sleep, little baby. Your mama's gonna wake and your daddy's gonna stay. Didn't leave nobody but the baby. Didn't leave nobody but the baby. Während des Gruppensingens bildet sich Artemis ein Bild darüber, wie die einzelnen Stimmen miteinander harmonisieren.
Für sie gibt es keine großen Überraschungen, zumindest bis kurz vor dem Ende des Unterrichts. Doch dann überrascht Rapper Shayhem sie und die Gruppe. Artemis will es genau wissen und lässt Shayhem alleine singen. Go to sleep, little baby. Go to sleep, little baby. Mama's gone away and your daddy's gonna stay. Didn't leave nobody but the baby. Eindrucksvoll beweist der Rapper, dass er sich auch als Sänger hören lassen kann. Artemis ist mit ihm und den anderen zufrieden. Alle haben viel geleistet. Hausaufgabe für morgen, ihr Lieben. Entspannen. Den Sternenhimmel angucken. Und mal so richtig so 10 Minuten unter die Dusche und mal an was komplett anderes denken als Popstars. Ja? Yeah. Und ein bisschen früher ins Bett gehen. Nach dem aufwühlenden Tag erledigen die Kandidaten diese Hausaufgabe gerne. Sie versammeln sich im Innenhof ihres Hauses, das sie mittlerweile Melrose Place genannt haben, und haben einfach Spaß. Meine Damen und Herren, präsentieren wir hier heute auf die Pizza die wunderbare Anastasia! How you doing out there? Yeah. Y'all know my song? Yeah. Y'all know my song, I'm out of love. Yeah. Yeah. And I'm gonna do it like this, huh? My baby, come on. Hey, man, love, y'all never let me be out. Sing with me. And the moon. Bei allem Spaß und obwohl der Vormittag ziemlich chaotisch verlief, muss sich die Jury jetzt entscheiden. Die und Noah beraten sich mit den Coaches, um dann festzulegen, für welche der immer noch 33 Kandidaten der Workshop zu Ende geht. Je näher die Entscheidung rückt, desto gedämpfter wird auch die Stimmung unter den Kandidaten. Von der Leichtigkeit nach dem Singen ist nicht mehr viel zu spüren. Und dann ist es soweit. Jetzt werden die Kandidaten erfahren, ob sie am nächsten Tag noch dabei sind. Am dritten Tag auf Ibiza wird für die ersten der Traum vom Leben als Popstar platzen. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. Wir wollen euch wirklich nicht lange auf die Folter spannen, das haben wir lange genug getan. Wir müssen jetzt die Entscheidung treffen und es werden heute wirklich welche gehen. Wir werden keine Schilder hochhalten, wo drauf steht niemand. Sondern heute wird es wirklich Namen geben. Und jetzt wollt ihr es wissen, oder? Okay, dann sagen wir es euch. Okay. Ross. Hila. Feis. Wo ist Shayhem? Shayhem? Okay. Tschüss, bis morgen. Shayhem ist weiter. Er hat als Rapper und auch als Sänger überzeugt. Indira. Und als letzter von 26 schafft es dann auch Giovanni. Leute, ganz kurz was sagen zu denen, die ausgeschieden sind. Oder zu denen, die halt eben hier jetzt weitermachen. Das Bild von dem Casting in Ibiza, das ist, bleibt für mich so. Ja. Auch wenn nachher 5 Leute rauskommen und es gepackt haben, das Bild, die Familie in Ibiza, das sind genau diese Leute, die hier in diesem Kreis sind. Okay? Obwohl 7 von den 33 Kandidaten gehen müssen, hat sich am Zusammenhalt nichts geändert. Für die verbliebenen Kandidaten beginnt ein neuer Trainingstag. Obwohl die Entscheidung vom Vortag ihnen sehr zugesetzt hat, wollen sie alle weiterkämpfen, arbeiten und den Traum vom Popstar sein träumen. Ohne Ausnahme.
Wir können langsam anfangen, uns ein bisschen zu entspannen. Und das wird auch 80% unseres heutigen Tanzprogramms sein. Dass ihr euch einfach mal entspannt, dass ihr selber ein bisschen kreativ werdet. Dass wir keine Power-Performance machen und euch an die Grenzen bringen, sondern heute wird mal ein bisschen der Lohn für das Durchhalten und Durchstehen von gestern kommen. Dass wir einfach ein paar entspannte Sachen machen, dass ihr ein bisschen improvisieren könnt. Nach dem Freestyle-Tanzen wird es dann ernsthafter. Die Choreografie der letzten beiden Tage wird geübt. Okay, Kamera läuft. Und auf Video aufgezeichnet. Die Kandidaten sollen hinterher sehen, wie sie sich vor der Kamera präsentieren. Nach dem Tanzen wird das Aufgenommene analysiert. Die will den Kandidaten vor Augen führen, dass auf dem Bildschirm vieles ganz anders wirkt, als sie sich das vorstellen. Ihr seht hier dran, dass echt man denkt immer selbst, boah, ich gebe schon voll alles, ja, boah, das ist ja viel zu viel. Und dann sieht man es im Fernsehen und man denkt, was ist mit dir los? Warum hast du dich gar nicht bewegt? Ist von gestern die Aufnahme oder was? Ihr habt doch gesehen, dass teilweise ihr dachtet, ihr lacht wie, weiß ich nicht, Otto oder was auch immer. Und dann war es nur ein Lächeln. Nehmt in euren Kopf die Dinge rein, die ihr jetzt besser machen wollt, okay? Und geht ans obere Ende des Fieberthermometers mit der Ausführung und auch mit der Ausstrahlung, sodass wir, wenn wir dann wieder Videotraining machen, sagen können, okay, da musst du ein bisschen weniger, guck mal. Das heißt, ich rufe jeden einzeln auf, dann möchte ich, dass ihr mir was vorsingt und dann sage ich euch was dazu, okay? Aber bitte achtet mir drauf, auf die Ausstrahlung, auf die Atmung. Setzt euch bitte noch mal in den Song rein. Überlegt euch mal kurz, was bedeutet der Song? Was bedeutet der Text? Don't let the sun go down on me, yeah. Although I search myself, there's always someone else I see. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I'm never gonna say goodbye, 'cause I never wanna see you cry. Shame, ich will, dass du mir was vorsingst. Okay. Nicht rappen, sondern ja, vorsingst. Mhm. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hair. Shame, das war ganz nett. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dir. Du bist für mich mehr Sänger als Rapper. Ich glaube jetzt mal, liegt daran für dich, dass Rap sehr wichtig ist, dass es ist ja so cool. Deswegen zeig mir Gefühl in allem, was du tust. Du musst gar nicht so heavy sein, ne? Sondern du kannst gern ein bisschen runterkommen und lieber sein, okay?
mit dieser Kritik. Ich wusste einfach nicht, was ich irgendwie damit anfangen sollte in dem Moment. Ich weiß nicht, ob ich jetzt singen soll. Soll ich rappen hier? Ich bin vorerst als Rapper hierher gekommen und nicht als Sänger. Okay, wenn man singen, ausbilden tun, das ist ja schön und gut. Das ist in Ordnung, das habe ich ja verstanden. Nur, ich bin auch ein Rapper. Und wenn man drei Rapper hat und nur zwei dürfen rappen, dann regt sich der dritte Rapper einfach auf. Bei mir ist heute nicht so gut gelaufen wie gestern. Und deswegen hast du Angst, das hast vielleicht ein paar Fehler gemacht und das kann sein, du schreibst aus. Das war der einzige Grund. Und dann begeben sich die Kandidaten zur Entscheidung. Diesmal wird sie nicht mehr in der gewohnten Umgebung stattfinden. Die Jury wird sich mit jedem Einzelnen ausführlicher beschäftigen, ohne dass alle anderen dabei sind. Denn auch für die, Noah und Alex, wird das Herausfiltern der größten Talente immer schwieriger. Der dritte Tag des Popstars Workshop. Am Vorabend war für 7 von den 33 Kandidaten Schluss. Die verbliebenen 26 Popstars in Spe haben sich in der Diskothek des Club Punta Arabi versammelt und warten nun auf die Entscheidung. Ja. Ja. Wir haben echt ein großes Problem mit deiner Ausstrahlung. Wenn du hier sitzt und reinkommst und einen begrüßt und lächelst und man dich normal sieht, ist es super klasse. Wenn du tanzt, ist es plötzlich alles weg. Denn die Ausstrahlung ist das, was einem überhaupt erst dazu bringt, sich das anschauen und anhören zu wollen. Ja. Und bitte, bitte, bitte denk dran. Und versuch das in Zukunft, ab morgen, weiterhin. Hila ergeht es besser als Katie und Silvana vor ihr. Sie kann ihr Glück und ihre Gedanken kaum fassen. Die haben mir da echt die Bombe serviert. Ich hab echt gedacht. Ich auch. Ich hab echt gedacht. Oh, wow, jetzt kommt's erst. Ja, ich hab echt gedacht, jetzt ist das vierte Mal. Also, dass ich echt, Genug abgemüht. Reden ist eben doch nur Silber, wenn man sich auch goldig umarmen lassen kann. Ausstrahlung und Tanz haben Malaika gerade noch einmal in die nächste Runde getragen. Sie darf weiter am Unterricht teilnehmen. Zusammen mit Shayhem, Hamza, Curly, Giovanni, Cinzia, Lisa, Johnny, Julia und Indira, die neben der noch nicht ganz perfekten Körperkoordination vor Freude jetzt auch mit leichten Ausdrucksschwierigkeiten zu kämpfen hat. Ich hätte ja gesagt, dass ich sehr dass ihnen meine tiefe Stimme gut gefallen hat, als ich tief gesungen habe. Und aber dass es halt noch sehr unkontrolliert war. Und naja, das Anspannung pur herrscht dagegen bei Feis. Er hat ein ungutes Gefühl, als er vor die Jury tritt. Die Problematik bei dir, und ich will es da ganz kurz machen, Feis, um dich nicht lange auf die Folter zu spannen, ist, dass tänzerisch du sicherlich dich gesteigert hast, aber du auch selbst weißt, wir haben heute drüber gesprochen, dass du damit ganz am Anfang bist. Dass es dir zwar Spaß macht, aber dass es noch nicht ausreichend ist. Genauso mit der Ausstrahlung. Und
das ist der Grund dafür, dass wir es morgen weiter probieren müssen. Die Erlösung für Feis. Er hat mit dem Schlimmsten gerechnet, aber er gehört zu den letzten 21 Talenten, für die der Workshop weitergeht. Jetzt löst sich der Druck und er lässt seinen Emotionen freien Lauf. No. Ich hab's geschafft. Ja! Während sich die Kandidaten auf den Weg zum Haus machen, warten die, die schon am Vortag ausgeschieden waren, gespannt und hoffen, dass niemand ihr Schicksal teilen muss. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung, ne. Die sind alle so gut. Die sind einfach genial. Ja, genau. So super. Wir lieben sie alle. So super, genau. Wir hoffen nur, dass... Wir hoffen nur, dass heute... Meine Auspflicht. Ja. Ja. Das ist... Die einen können jetzt relaxen, die anderen bereiten sich auf den nächsten Tag vor. Und während es sich die Ausgeschiedenen bis in die frühen Morgenstunden gut gehen lassen, müssen die Kandidaten schon wieder aufstehen. Moin, Kamera. Ich bring dich um. Die süßen Träume sind zu Ende. Es gilt wieder umzuschalten auf Trainingsbetrieb. Der drückt mir dieses Halogen-Spotlight, ey, was eigentlich zum Landen vom Flugzeug ist. Sorry, ich fresse, ey. Gut, wir erzählen euch kurz, was wir heute machen. Cyber macht mit euch wieder Warm-up. Heute wieder ein bisschen mehr als gestern. Gestern war ja sehr entspannend. Heute machen wir wieder ein bisschen mehr. Dann stellen wir euch vor einen Spiegel, wie gestern, aber ein bisschen intensiver. Machen ein bisschen Mimik, ja, mal gucken, was da so alles geht und verziehen die Gesichter so ein bisschen. Machen wir wirklich, braucht ihr nicht lachen. Wir werden nachher lachen. Dann werden wir euch in zwei Reihen gegenüberstellen und dann machen wir so ein paar Rollenspiele. Ohne dass ihr sprechen dürft, machen wir dann so Situationen, in denen ihr jemanden anmacht, in denen ihr jemanden Prügel androht, in denen ihr jemanden zum Sex verführen wollt und so weiter und so fort. Gucken wir mal, wer da wo seine Stärken hat. Dann überlasse ich euch jetzt eurem Coach Cyber. Ja, genau. Damit sich die Kandidaten nach dem Aufwärmen nicht erkälten, wickeln sie sich in warme Decken, bevor sie mit die an ihrer Mimik arbeiten. Genau so, guck dich dabei an. Fangt an, selbst mit eurem Gesicht und mit eurer Gestik zu spielen. Ah, ganz groß aufreißen. Ah. Gut, und die Augenbrauen. Ja, gut, genau so. Guck dich dabei an. Komm, weitermachen. Nehmt es wirklich ernst, bitte. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Super glücklich. 5, 6, 7, 8. Bleibt so. Ihr müsst in der Lage sein, obwohl ihr die Ausstrahlung habt, ja, nicht anzufangen zu entgleisen. Okay, mehr. Mehr Freude. Okay. Zeig mir die Augen, die glücklich sind, David. So bleiben! Okay. Nicht, bitte tu es mir nicht, tu es nicht. Okay, seid ihr soweit? Ja. Okay, gut. Nivaldo? Gut. Genau, gut. Nachdem sie an ihrer Mimik und Gestik gefeilt haben, sollen die Kandidaten das Erarbeitete jetzt beim Videotraining umsetzen. Die Aufzeichnung der Kamera wird ihnen schonungslos aufzeigen, ob sie ihre Gesichtsmuskeln auch noch kontrollieren können, wenn sie sich nebenbei auf die richtige Abfolge der Tanzschritte konzentrieren müssen. Thank you.
Lichtern rein. Und hier ist die Kamera. Die Analyse des Videotrainings erfolgt in der Gruppe. Die Kandidaten sollen selbst sehen, wo sie sich noch verbessern müssen und kritisieren sich gegenseitig. Also, was mir bei Ingang gut gefällt, der kann gut mit der Ausstrahlung spielen. Also in den letzten ein, zwei Tagen voll geändert. Voll gesteigert, voll super. Probleme gibt es dagegen bei den Kandidaten. Artemis hat mittlerweile mit dem Gesangstraining begonnen und ist nicht gerade zufrieden. Aber macht den Ton erstmal klar. Jeder einzeln für sich und dann alle zusammen und dann geht in den Chor rein. Baby, when you finally get to love somebody, guess what? It's gonna be me. Na, geht doch. You might have been hurt, babe. That ain't no lie. But you seem to mark up and go. Oh, I remember you told me that it made you believe in no man, no cry. Maybe that's right. Every little thing I do never seems enough for you. You don't want to lose it again. Cause I'm not like them. 10 cases of Malta, caught the diarrhea. Blow a refugee off the aircraft carrier. They say dirty rap. We never heard of ya. Mit wem hast du geübt? Mit Fais. Mit Fais? Wieso Fais kann Fais auch rappen? Fais und Shame. Ja, Shame kann auch, klar, Fais. Ja, Fais hat mir den... Ich hab mich vertan, Entschuldigung. Es war voll unabsichtlich. Nein, ich hab mich vertan. Und wenn Fais schon anderen das Rappen beibringen kann, dann will Artemis jetzt natürlich auch ihn hören. Pum pum pop the man you, and I really like it when you do what you do, when you wanna do, what you wanna do. Kicking sweet games from the side, and I got a question, can I get it right? This ain't no lady but the one I got, and I'ma promise I'ma hit you from the number one spot. Can I be your flower if you be my bee? But first of all, I'm gonna get freaky with me. I wanna be your real commercial homie, love of friends, who be there for you, and does the best you understand. Claiming I'm your homie, nein, claiming I'm your... Ist okay, ist okay, ist okay. Ist okay. Besser. Und plötzlich gibt es einen Rapper mehr unter den Kandidaten. Who's been sleeping in my bed? Tell me, boy, do you think I'm mad? I've been wasting so much time. Nun singen die Kandidaten einen zweiten Song in Gruppen. Auch jetzt geht es Vocal Coach Artemis vor allem um die Ausstrahlung. Denn der beste Song klingt schwach, wenn er nicht mit Emotionen und Feeling gesungen wird. Remix, ladies and gentlemen. Listen up, baby girl, not only one in my world. You know you really drive me crazy, but I'm seeing another girl. It's just like that, sorry that, gotta turn my back. Yeah, wanted to get that relationship scared. Still a bit this way, still I want you as a friend. This is my story. Der Weg zur Entscheidung. Obwohl sie diesen schweren Gang schon zum vierten Mal antreten, ist die Anspannung immer wieder extrem. 3 Punkte. Ich muss mich steigern. Für Indira hat es noch einmal gereicht. Und auch für Fais. Ross. Ich bin auch dabei. Ja! Und auch David kommt durch. Genauso wie Shayhan. Morgen dabei. Giovanni. Johnnys Verzweiflung macht alle traurig. Trotzdem muss jetzt Tila zur Jury, um zu erfahren, ob sie weiterkommt oder nicht. Achtung. Heftig ist sowas von untertrieben.
Das war einfach zu krass, wie der, empfunden hat. Ich habe noch nie gesehen, dass sich jemand irgendwie so absichtlich so Schmerzen zufügen wollte und sich selber so dafür irgendwie bestrafen wollte. Aber ist okay. Er kriegt Zuneigung, er kriegt jetzt Liebe. Sail on, silver girl. Sail on. Lass uns mal über dich reden. Ja. Ich glaube, ich bin zufrieden. Ich glaube, dass ich das, was mir gesagt wurde, was mir empfohlen wurde, dass ich das relativ gut umgesetzt habe. Ich glaube, es geht noch besser. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon. Das reicht doch schon. Dann lass uns doch morgen probieren, ob es besser geht. Okay. Dankeschön. See how they shine. Für Hila nimmt der Tag ein besseres Ende als für Johnny, Lisa und Julia. Doch die Freude ist verhalten. Zu sehr stehen alle nach Johnnys Reaktion unter Schock. Auch auf dem Weg zurück ins Haus ist die Stimmung noch gedrückt. Es wird erst besser, als die bisher Ausgeschiedenen den anderen zeigen, dass sie für sie da sind. Workshop, fünfter Tag. Morgens um 8 beginnt der Trainingstag mit Spinning. Von 33 Kandidaten sind noch 18 im Rennen um die begehrten Plätze in der Band. Es sind Hamza, Malaika, Feis, Daya, Inan, Raymond, Curly, Ross, Giovanni, Safie, Nivaldo, Indira, Senat, Maiko, Cinzia, David, Shayhem und Hila. Sie schwitzen für die mögliche Karriere, denn sie wissen, dass alle, die noch dabei sind, gut genug für die Band wären. Jetzt ist jedes Detail entscheidend. Über diese Details müssen sich die Ausgeschiedenen den Kopf nicht mehr zerbrechen. Etwas verschlafen besuchen sie an diesem Morgen den legendären Hippie-Markt des Club Punta Arabi. Und auch ihr weiterer Tagesablauf besteht aus Freizeit. Den Kandidaten dagegen geht selbst in den wenigen Minuten zwischen den Trainingseinheiten nur die eine entscheidende Frage durch den Kopf. Werde ich weiterkommen oder nicht? Im Kopf jetzt bin ich jetzt entspannt, weil ich weiß, dass spätestens, aller spätestens morgen für mich Ende ist. Weil es ist ja unmöglich von, wie sie es ausgedrückt haben, nicht, gar nicht singen können, jetzt innerhalb von einem Tag singen lernen zu können. Also das ist, obwohl ich also wirklich jetzt die letzten Tage nichts anderes gemacht habe. Geht einfach nicht, egal wie viel Mühe ich mir geben würde. Einen Funken Hoffnung hat selbst Malaika noch. Denn um den Kandidaten eine Verschnaufpause von ihrem psychischen Stress zu geben, wird heute niemand den Workshop verlassen müssen. Und auch das Gesangstraining findet nicht wie sonst im Pavillon, sondern ganz entspannt am Strand statt. Wer traut sich denn mal komplett unspektakulär, mir den Song einfach vorzusingen? Mal ganz locker und easy und Kopf und frei. Und ihr müsst aber immer gleich im Takt einsetzen. Also lest gleich mit, ja? Damit ich einen Song höre. You might been hurt, babe. That ain't no lie. But you seem to mark up and go. I remember you told me. That it made you believe in no man, no cry. Maybe that's right. Baby, when you finally get to love somebody, guess what? It's gonna be me. Okay, wenn wir jetzt diesen Song singen, was ja schon toll war, ja, dann müssen wir darauf achten, dass wir genau das Timing, genau die Phrasierung machen. Bleib wirklich auf dem Timing drauf. You might have been hurt, babe. That ain't no lie,
But you seem to mark up and go. Whoa, whoa. I remember you told me that it made you believe in no man, no cry. Maybe that's right. Every little thing I do never seems enough for you. You don't want to lose it again. Die Kandidaten haben Spaß am Singen und das hört man. Die frische Luft am Strand und die Tatsache, dass heute keiner gehen muss, löst die Stimmung. Es ist halt auch echt eine gute Sache, dass man nach der Zeit, also wie viele Tage sind jetzt vergangen? 4, also 4 Trainingstage. Und man wird so lockerer. Also ich persönlich weiß, dass ich mich in den ersten 2, 3 Tagen wirklich wenig getraut habe. Und jetzt ist es echt so, als wäre ich nicht, als wäre ich zu Hause, aber schon so ähnlich. Also ich habe kein Problem, aus mir rauszugehen oder so, glaube ich. Aber heute ist mir etwas aufgefallen, also jetzt gerade beim Singen. Weil keine Angst hat, Angst haben muss, heute rauszufliegen, singen alle viel besser. Voll entspannter. Alle singen so entspannt. Die lassen alle was raus heute. Das ist total geil. Noch besser finden die Kandidaten dann allerdings, dass auch das Gesangstraining heute nicht besonders lange dauert. Denn jetzt haben sie zum ersten Mal Zeit, die Seele baumeln zu lassen und sich einfach nur daran zu freuen, wie sie und die ganze Gruppe sich entwickelt haben. Also meine persönliche Entwicklung ist, was mich am meisten freut, tänzerisch. Auch wenn es anstrengend ist. Wir kommen uns alle irgendwie näher mittlerweile. Näher. Weil jetzt kann man sich auch mehr auf die Leute konzentrieren, weil es nicht mehr so viele sind. Und echt wie eine Family. Ich bin super emotional geworden durch dieses Gemeinschaftsverhältnis hier. Also ich habe zu Hause im Alltag schon lange nicht mehr geweint, aber hier muss ich das aus mir rauslassen, weil das einfach alles zu viel war. Dann macht sich die große Popstars-Familie auf den Weg zurück zum Club. Alle sind gut drauf und es wird ein bisschen geflirtet. Denn bei aller Liebe zur Ibiza-Ersatzfamilie sind Jungs eben Jungs und Mädchen Mädchen. Dadurch, dass die Jungs dabei sind, die machen das alles so richtig witzig. Wir lachen die ganze Zeit, hängen ab zusammen und es ist einfach nur lustig mit denen. Ja, also wenn wir jetzt 18 Jungs untereinander wären, dann würden wir uns anfangen, alle selber zu streiten. Ich denke, die Sprüche wären noch eine Spur derbe und man würde sich vielleicht nicht so viel Mühe geben mit dem, was man sagt, was man macht in der Gruppe, als wenn noch Frauen da sind. Jemand ist immer für einen da. Man kann immer zu irgendjemandem hingehen, mit ihm reden, eine Umarmung kriegen. Ja, was die Jungs sind sehr viel liebegebend, also. Ja, auf jeden Fall sehr sensibel. Also nicht mehr so wie früher auf Klassenfahrt. Ja, das ist der Unterschied. Also ich finde es sehr süß, finde ich die Curly, mit den Locken und so, das finde ich auch sehr süß. Alles wieder auf. Und wer mir noch gut gefällt, die Indira ist so wie so eine haitanische Schönheit, ne? Das ist das kleine Baby. Mhm. Also wenn das nicht ein Knuddelbär ist, ey, dann weiß ich es auch nicht, ey. Ja. Also, oh Gott. Und sie hat alles und sie weiß aber, manchmal weiß sie es auch einzusetzen, aber nicht immer so 100%. Ja. Sie ist nicht so kalkulierbar wie Malaika. Malaika kann ihre Reize 100% einsetzen, Das kann Indira noch nicht so. Aber sie hat es auf jeden Fall und sie hat es auf eine natürlichere Art, finde ich, ne? So sieht es einfach hübsch, schön. Ich stehe eher auf diesen, auf diesen blonden blauäugigen Typ. Also, ich finde, Maiko ist ein wirklich sehr, sehr hübscher Junge. Maiko. Der ist nicht so ganz aufwendig, ja, ne? Oh je. Der ist total lieb. Ein ganz lieber. Ja. Hila. Oh. Cool. Oh. Oh Gott, nein. Ja. Oh. Auch wieder ein Mail für sich. Auch cool, gell? Hat auch die absolute Ausstrahlung. Ey, lange haben wir nicht heiß. Danke. Tada. Auf jeden Fall. Ich finde Jay geil. Ich finde ihn einfach geil. Mhm. Auf jeden Fall. Auf seine Art sexy. Ja, auf welche Art sexy? Ah. Auf die animalische, würde ich echt sagen. Echt.
Also der Raymond, das ist ganz schnucklicher. Der ist so süß, doch. Das muss ich sagen, der ist so süß. So, das ist der Hammer. Weil der Workshop aber keine Singlebörse ist, muss irgendwann mit der Schwärmerei Schluss sein. Denn morgen wird wieder eine Entscheidung fallen. Und deswegen arbeiten alle an ihren Schwachstellen. In der Choreografie oder im Gesang. Been gone all night long. Who's been calling there on the phone? Why did you treat me so bad? Who's been sleeping in my bed? Das ist schon viel, sehr schön. Das ist viel besser als sehr schön, vor 10 Minuten hast du noch ganz anders gesehen. Der nächste Morgen beginnt für die Kandidaten mit einer kurzen Abkühlung. Zumindest für die, die sich in der ersten Trainingseinheit für das Aquagym entschieden haben. Der Rest der 18 Talente macht Yoga. So bereiten sie sich auf den Tag vor, an dem die Jury einen entscheidenden Schritt plant. Wir haben in den Tagen vorher die einzelnen Coachings immer getrennt. Das heißt, Artemis hat Gesangscoaching gemacht und Salva und ich haben Tanzcoaching gemacht. Und ab dem heutigen Tage fällt das alles zusammen, wie es ja nachher auch auf der Bühne sein wird. Es wird ja nicht so sein, dass eine Gruppe tanzt und eine Gruppe singt, sondern eine Gruppe wird beides machen. Und damit fangen wir heute an und erfahrungsgemäß gibt es da immer ziemlich viele lustige Erlebnisse. Kleine Sachen, weil die Leute einfach nicht checken, dass man Wort plus Bewegung zusammenbringen muss. Also erstmal im kleinen Rahmen, nicht wahr? Und dann wird mit Choreografie und schon ein bisschen schwieriger gehen. Auf die Kandidaten kommt also einiges zu. Noch ahnen sie davon nichts. Doch vom ersten Training geht es direkt weiter in den Pavillon, wo Dee und Salva zu Beginn gleich noch einmal die Choreografie mit ihnen durchgehen. Allerdings mit einer kleinen Änderung. Sie müssen mit dem Rücken zum Spiegel tanzen und haben so keine Möglichkeit, ihre Bewegungen selbst zu kontrollieren. Besser geworden und obwohl wir gegen den Spiegel getanzt haben, die also keine Kontrollmöglichkeit mehr hatten, waren sie recht gut. Dee ist zufrieden und auch beim anschließenden Vocal Coaching stellen sich die Kandidaten gut an. Ihre Aufgabe ist es, ihren Gesang mit dem Körperausdruck zu verbinden und den Inhalt des Songs rüberzubringen. Ich meine, unglaublich, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was die, es ist unglaublich. Dee ist begeistert von den Kandidaten. Und die wiederum sind begeistert von Rapper Shayhem, der beim Einzelsingen ein weiteres Mal zeigt, dass er ein verdammt guter Sänger ist. Getting paid is a forte. Each and every day to play away. I can't get it out of my mind. Well, I think about the girl all the time. Well, east side to the west side, put some fat rhymes. It's no surprise. Zu Shayhem kann ich sagen, ist für mich von allen heute der beeindruckendste gewesen. Er hat einen Wahnsinnsgesang hingelegt. Allein diese Lage, die er singt, ist so selten. Und in der Lage gut zu singen, wenn das so tief, ist ganz schwierig. Und er ist als Rapper ein Ungeheuer. Ungeheuer gut. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you used to. I know that you don't ever go and you're nothing at all. But I think you're moving too fast. Yeah. Das ist unser Mikro. Dort, wo da hier das silberne Teilchen da ist, das Gaffertape, das ist unser Mikro. Das Mikro geht gerade nach oben und da ist das Mikro. Nun
beginnen die Coaches, Gesang und Tanz zusammenzubringen. Zum ersten Mal treten die Kandidaten, wenn auch nur zur Übung im Pavillon, als Gruppe auf. Einer der entscheidendsten Schritte auf dem Weg zur Band. Und gleich zu Beginn der Performance-Übung begehen sie ihre ersten Fehler und werden von der Jury verbessert. Verbeugen eben. Sowas macht man im Theater, sowas macht man in der Oper. Aber Popstars zeigen nur, dass sie sich darüber freuen, dass das Publikum applaudiert, winken, gucken so, aber verbeugen sich nicht. Gerade! Gerade bleiben! Hanging with my homies when you pulled me on the phone. Yo, it might look strange that you come to my show. Believe me, baby, this can all be explained. Yo, you know what? Yo, today I'm kind of a little rough, but it seems somebody trying to set me up. Pull! Get out! Die Wallner war super geil. Super, ja? Die Männer, schnappt euch die Mädels und gebt denen euren Charme. Die können dann danach beurteilen, ob das rüberkam. Oder ob's scheiße war, okay? Zum Ende des Trainings läuft es dann schon runder als zu Beginn. Zwar könnten die Kandidaten in ihrer momentanen Form noch nicht auf einer Bühne auftreten, aber sie haben begriffen, dass es darauf ankommt, mit Stimme und Bewegung das Publikum zu begeistern. Nach dem Performance-Training haben die Kandidaten noch einmal kurz die Gelegenheit, etwas zu essen. Und obwohl sie nicht allzu viel zu sich nehmen, haben sie eine Menge zu verdauen. Denn die Kritik der Jury war heute sehr deutlich. Die Kritik ist eigentlich positiv, finde ich, weil jeder weiß dann genau, was er verbessern muss. Und deswegen sehe ich die Kritik gar nicht positiv, sondern ich sehe sie mehr als Hilfe. Negativ, sondern ich sehe sie mehr als Hilfe. Es gibt heute sehr viele Leute, die sehr zuversichtlich sind, was heute Abend betrifft. Sehr viele Leute, also mehr als sonst. Also es gibt super viele, die halt eben einfach heute Abend gar nicht so schlimm sehen. Wir sehen, also entweder man ist dabei, weil man halt eben einfach wirklich Leistung bringt und denen irgendwie so gesehen auch ein bisschen ins Bild passt. Oder man ist halt eben nicht dabei, weil man halt eben nicht ins Bild passt, aber nicht, weil man schlecht ist. Weil das hat man allein schon gesehen, wo wir gerade alle nochmal vorgesungen haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendjemand das schlecht gesungen hat. Gestylt wie zu einem wichtigen Date machen sich die 18 übrig gebliebenen Kandidaten auf, um zu erfahren, wie sich die Jury entschieden hat. Und je weniger es werden, desto schwieriger wird die Entscheidung. Sowohl für die Kandidaten als auch für die Jury. Denn bei aller Kritik, die Alex und die heute geäußert haben, auch an ihnen geht nicht vorbei, wie eng das Verhältnis unter den Kandidaten ist und wie sehr sie leiden, wenn einer von ihnen gehen muss. Ich wünsche euch auch allen das Allerbeste auf dieser Welt und dass ihr alle weiterkommt. Egal was hier passiert, das ist sowieso noch nebensächlich. Aber die Hauptsache ist für mich, dass ihr mich in Erinnerung behaltet, so wie ich euch in Erinnerung behalte, als richtige Freunde. Was kann ich sagen? Ich bin sprachlos. Ich habe gehofft heute, ich könnte die ganze Tag ohne weinen. Aber es geht nicht. Von mir auch. Ich kann nur sagen, dass alle von uns sollte stolz auf uns haben. Wir haben so viel gemacht in die letzte Woche und wir haben so viele Richtungen und Stil, dass wir wirklich gezeigt hat. Und trotzdem haben wir alle zusammen geblieben. Und für mich ist es wirklich unglaublich. Es ist total. Ja, mach weiter so, ne? Ja, der Pate an der Reihe. Der Pate war noch nie so gerührt in seinem Leben von so vielen tollen Menschen. Alle verschieden und alle aus einem Herz. Jeder hat ein Herz so groß wie die Welt.
und nicht die Stimmen, nicht das Tanzen, einfach, dass wir so sehr. Das ist geil. Ich werde euch alle vermissen. Stop. Ihr habt's geschafft. Ihr habt's echt geschafft. Und ich will nur sagen, ey, ich find's einfach absolut geil und ich respektiere euch alles so dermaßen. Und ich bedanke mich bei euch, einfach dabei sein zu dürfen. Alle von euch, ihr seid die Besten. Ihr wisst's nicht. Ihr wisst's echt nicht. Aber what's up, ey? Danach geht's ab. Hallo Ross. Hallo Ross. Ross, die Entwicklung, die du genommen hast, tänzerisch wie auch gesanglich in die Richtung, die wir brauchen, ist super. Wir finden den neuen Haarschnitt, den du hast, super. Und wir wollen, dass du noch ein bisschen mehr in die Sonne gehst, damit du noch ein bisschen gesünder aussiehst, versteh mich nicht falsch. Und wir freuen uns beide riesig, dich morgen zu sehen. Mach dir keine Sorgen. Dabei. Ross ist weiter. Richtig freuen kann er sich noch nicht. Er ist von seinen Gefühlen überwältigt. Ganz wichtig, dass du wirklich diese Haltung, ich bin eine Ameise, verlierst, sondern du, wenn du auf der Bühne bist, auch in Zukunft, ab bei Popstars oder woanders, ich bin ein Star. Das ist super wichtig. Tänzerisch hast du dich gut entwickelt. Die Haltung, wie Alex schon sagt, lässt wirklich Defizite offen. Und deswegen müssen wir dir sagen, du singst Hölle und wir sehen dich morgen. Arbeite an deinem Ameisen-Style. Okay. Es geht die Qual weiter. Ist das gerade? Doch die Qual, von der Alex gesprochen hat, erträgt Hila gern. Nun tritt Feis vor die Jury. Hallo Feis. Unsere Problematik mit dir ist deine nicht vorhandene Konzentrationsfähigkeit. Du konzentrierst dich oft nicht ordentlich, machst einen auch witzig und clownig und tralala, das ist alles sehr schön. Aber es hindert dich daran, wirklich weit nach vorne zu kommen und erfolgreich in so einer Band tätig zu sein. Und deswegen hast du morgen letztmalig die Chance, deine Clownerie abzustellen und dich ordentlich zu konzentrieren. Das heißt nicht, dass du ernst durch die Gegend rennen sollst. Aber an manchen Stellen, gerade im Gesangscoaching, ein bisschen konzentrierter sein. Wir sehen uns morgen. Bis morgen. Feis Freude ist riesig, obwohl er harte Kritik einstecken musste. Doch die Jury tut das ganz bewusst, denn die, die noch im Rennen sind, können nicht nur gelobt werden, weil sie sich am nächsten Tag weiter steigern müssen, um dabei zu bleiben. Giovanni, setz dich. Hallo Giovanni. Was ganz wichtig ist, und ich hab dir schon beim letzten Mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass du es manchmal nicht aufnimmst. Das Manko bei dir ist die Spannung, dass du immer wieder krumm wirst. Die Spannung und dass du wieder dein charmantes Gesicht aufsetzt und nicht das coole Ich-bin-der-Pate-Gesicht. Wir haben Zweifel daran, ob es in der nächsten Zeit passieren wird. Don Pedro. Don Pedro. Wir müssen dir sagen. Morgen gibt's wieder Spaghetti. Du musst morgen wieder viel trainieren.
Okay. Musst du gerade werden. Und wenn das nichts wird, schicken wir dir einen toten Fisch. Wir müssen dir unsere Kollegen schicken, du weißt. Dankeschön. Grazie. Prego, grazie, scusi, tornerò. Don Giovanni, der Popstar-Pate, bleibt dabei. Und am nächsten Tag wird er sich bestimmt anstrengen. Denn wer bekommt schon gerne einen toten Fisch geschickt? Hallo Shane. Hey. Hallo Shane. Shane, was mir bei dir auffällt, ist, du bist nicht der Artetyp, du bist jemand, der so viel Gefühl hat, den man in deiner Stimme schon merkt, der Gefühl hat, der hier ankam und gesagt hat, ich kann rappen, der auf einmal mittanzt, der mitsingt, der Gefühle zeigt, gefühlvoll singt, sich mit den Leuten hier verbündet. Und alle mögen dich. Und wir sehen dich morgen wieder. Oh Gott, ich muss weg. Yes, people! Ibiza, Popstars Workshop. Von ursprünglich 33 Kandidaten sind noch 13 dabei. Zumindest für heute dürfen sie sich noch Hoffnungen auf eine Karriere als Profimusiker machen. Vor dem Trainingsbeginn ist die Laune gut. So früh am Morgen sein. Mann, komm ich jetzt ins Fernsehen? Ich hab 7 Stunden geschlafen. Zum ersten Mal, seit ich hier bin. Das war super. Gut, das war super. Dann beginnt das Training. Auch heute werden Jury und Coaches wieder verstärkt daran arbeiten, Gesang und Tanz aufeinander abzustimmen. Gut, ihr merkt schon, wir haben gute Laune. Die Sonne scheint. Ihr seid die letzten 13 für heute. Gott, hoffen, 13, die Zahl. Wir hoffen, dass es euch gut geht, dass er gut vorwärts kommt heute. Okay, seid ihr ready? Yeah! 1, 2, 3 und... Follow me! Bevor es richtig ernst wird, singen sich die Kandidaten erst einmal ein. Uncle Crackers Follow Me haben sie zwar bisher noch nicht geübt, aber der Hit ist allen im Ohr, so dass sie sich sehr schnell aufeinander abstimmen können. Nach dem Warm-up beginnen die Kandidaten an It's Gonna Be Me zu feilen. Schon hier achten auch Dee und Alex darauf, dass die Ausstrahlung stimmt. That it ain't you believe in no man, no cry. Maybe that's right. Every little thing I do never seems enough for you. You're losing it again. Dann ist erst einmal kurz Pause. Nachdem jetzt nur noch 13 Kandidaten im Rennen sind, steigen die Chancen jedes Einzelnen. Dementsprechend sind alle zuversichtlich. Ich habe das mit dem Tanz hingekriegt, ich krieg das mit den Gestiken so halbwegs hin. Ich muss noch viel lernen, aber ich kann das schaffen. Ja, ich kann das schaffen. Das ist der Gedanke, den ich habe. Keine Anspannung im Körper, keine Ausstrahlung im Gesicht. Im Vergleich zu den Tagen vorher haben die Kandidaten einen großen Rückschritt gemacht. Somebody.
that's gonna be me. Der Schritt ist, ihr geht in den Schritt rein. Just tell me why. Und der Ball weg! Die Schultern rund! Nicht schnitzen! Schau! Say it again. I'm not like them. Maybe when you find love me. Weiter! Get to love somebody. Guess what? It's gonna be me. Alex und Dee schicken die Kandidaten in die Pause, damit sie sich ausruhen und über ihre eben gebrachte Leistung nachdenken können. Die deutliche Kritik der Jury hat allen zugesetzt. Das geht richtig hart jetzt ab. Jetzt hat jeder Schiss, glaube ich. Aber so richtig, richtig mega. Aber als ich euch so gesehen habe, da hatte ich so Bock. Ich war richtig enttäuscht, als die gesagt haben, so Mittagspause und so. Und ich so, nee. Ich will auch. Jetzt auch noch unbedingt ran und so. Es macht auch Spaß. Ich meine, die Herausforderung, sonst wären wir ja nicht hier. Ich meine, es macht uns Spaß zu singen und zu tanzen und alles. Nur, wenn das jetzt so richtig bam, bam, jetzt richtig, weil wir sind alle gut. Jetzt achten sie auf jede klitzekleine Kleinigkeit. Die wollen uns ja jetzt nicht irgendwie down machen oder wollen uns eben sagen, dass wir blöde Idioten sind, sondern die wollen mit der Härte der Kritik oder mit der Art und Weise, wie die es vielleicht ausdrücken, uns dazu motivieren, halt eben das wirklich ernst zu nehmen. Und uns einen kleinen Vorgeschmack drauf geben, dass es wahrscheinlich in Zukunft auch so laufen wird. Denn da ist keine Zeit für, ich wollte mal gerade auf Klo oder ich habe jetzt gerade Kopfschmerzen oder ich bin gerade heiser. Man muss immer 100% da sein, mindestens. Und das haben wir uns heute gezeigt. Damit sich die Kandidaten weiterentwickeln, werden sie von der Jury kritisiert. Daran sind sie mittlerweile gewöhnt. Aus diesem Grund fällt es ihnen nicht allzu schwer, sich wieder zu entspannen, bevor der Unterricht weitergeht. Schließlich haben sie schon viel geleistet, um überhaupt so weit zu kommen. Der Gedanke daran beruhigt die Kandidaten, aber er beunruhigt Alex, Dee und die Coaches. Denn gerade wer so weit ist, darf erst recht nicht nachlassen. Die Jury ist enttäuscht und ziemlich geladen. Artemis. So, wer von euch hat jetzt noch Lust weiterzumachen? Okay. Wir geben euch alles von uns. Alles, was ihr wollt. Ja, alles, was wir geben können, gebt ihr uns auch alles. Bitte. Noch Fragen? Darf ich mal anfangen? Wie bitte? Darf ich mal anfangen? Bitte schön. Und löse auf, Giovanni, löse auf, werd wieder charmant. Und nach hinten, nach hinten. Gut. Und lächelt. Falsch lächelt. Bang, zack, zack, und lächelt. Early. Darf ihr pennen nicht rum? Tut mir leid, also gestern und vorgestern wäre ich gerne noch bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen, aber wir haben nicht die Zeit. Ja? Härter tanzen und mit mehr Power tanzen heißt nicht, dass man schneller tanzt, Indira, sondern dass man härter und mit mehr Power tanzt. Das war super, das haben wir, glaube ich, gebraucht. Also ich habe es gebraucht, weil das war nochmal, ich brauche sowas, damit ich den letzten Kick aus mir raushole. Und also ich fand's gut, weil ich bin auch nicht so ein Mensch, ich nehme sowas nicht auf, so, oh, die sind hier so scheiße, sondern ich finde sowas gut. Geht doch.
Obwohl sich die Kandidaten zum Ende der Performance-Übung wieder gesteigert haben, ist die Jury mit dem Tag ganz und gar nicht zufrieden gewesen. Das haben Alex und die ziemlich deutlich gemacht. Zur normalen Anspannung vor der Entscheidung kommt nun auch noch die Ungewissheit hinzu, inwiefern die schlechte Leistung Auswirkungen auf die Beratung der Jury hat. Dementsprechend nervös sind alle, als sie sich in den Warteraum begeben, um auf die Verkündung zu warten. Keiner ist sich mehr sicher, ob die Drohung, aus der Band ein Duett zu machen, nur Ansporn war, mehr Leistung zu bringen, oder ob es Alex ernst damit war. Dann ist Ross an der Reihe, das als erster herauszufinden. Gleich erfährt er, ob der Workshop nach dem heutigen Tag für ihn beendet ist oder nicht. Ross, das bringt wirklich Spaß zu sehen, wenn man dir hilft, weiterzukommen, dass du Sachen sehr schnell umsetzt, sofort eine Aufnahmefähigkeit da ist und das in kürzester Zeit so behandelst und verinnerlichst, als ob das zu dir gehört. Das finde ich sehr beeindruckend. Im Gesang, im Tanz, in der Gestik, da bist du ganz viele Schritte nach vorne gekommen. Was denkst du, passiert jetzt? Was soll ich sagen? Ich habe wirklich, wie du am Anfang von diesen Popstars war, hast du gesagt, ich muss immer tief und immer stark bleiben. Also nicht so Musical. Diesen Namen Musical kennst du nicht mehr. Vergessen. Cool. Weil du morgen da bist. Oh mein Gott. Ross hat es geschafft. Obwohl die Jury heute eigentlich mit niemandem richtig zufrieden war, beurteilt sie auch, wie sich jeder über die Dauer des Workshops entwickelt hat. Denn auch Hila ist weiter, obwohl sie schon stärkere Tage hatte als diesen. Doch wird es so weitergehen? Draußen. Ach was. Es geht so weiter. Nach Shayhem freut sich Daya darüber, dass sie einen weiteren Tag im Workshop bleiben darf. Langsam wird die Stimmung unter den Wartenden wieder besser. Die Jury hat offensichtlich doch nicht vor, ein Duett zu machen. Deswegen ist dann auch Senat optimistisch, als er vor die Jury tritt. Hallo. Hallo, Senat. Okay, pass auf. Wir haben ja gesagt, dass wir super fair zu allen sind und dass wir alles immer direkt sagen. Du bist morgen nicht mehr dabei. Aus unserer Sicht hast du eine der besten Stimmen, das weißt du auch selbst. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass du dich tänzerisch nicht weiterentwickelst. Mhm. Da im Augenblick gestern und heute einfach auf einer Stufe stehen geblieben bist. Und dass ich teilweise das Gefühl habe, dass die Dinge, die wir dir mitgeben wollen, dass die nicht wirklich von dir wahrgenommen werden. Das Aus für Senat. Für ihn ist der Workshop beendet. Zwar ist auch er enttäuscht, doch seine Trauer hält sich in Grenzen. Denn er ist vor allem stolz, dass er unter den Allerbesten war. Okay. Falls, wir waren heute super ärgerlich. Was ich da heute gesehen habe, das war einfach schlechter als das, was gestern lief. Und solche Tage kann man nicht verantworten. Nie. Du weißt sicherlich, was wir meinen. Mikrofon. Du weißt wahrscheinlich auch die Entscheidung bei dir. Ich denke schon. Welche ist es? Also ich denke, ich habe es nicht geschafft. Was ist nicht geschafft, heute rauszufliegen? Feis ist weiter dabei. Dieselbe gute Nachricht erhalten nach ihm auch Curly, Raymond, David und Giovanni. Ja. Ja. Oh. Für 10 von den 13 ist das Bangen vorbei und bisher nur für einen der Workshop. Die Freude unter den Kandidaten ist riesig. Denn nach der harten Kritik beim Performance-Training hatten viele nicht mehr damit gerechnet, dass sie weiterkommen. Hallo Safir. Hallo Safir. Hallo. Sieht gut aus. Danke. Wir machen es gleich ganz straight und direkt. Du bist morgen leider nicht mehr dabei. Also sind aber auch begründet. Das, was wir in dir kennengelernt haben, Safir, in den letzten 7 Tagen. Also
Wir machen das kurz und knapp, wie bei allen, der Fairness halber. Du bist nicht mehr dabei. Sag doch warum. Inan und Safir müssen den Workshop beenden. Safir hat zwar in den letzten Tagen eine große Steigerung geschafft, doch gerade beim Tanz hat sie noch Defizite. Und bei dem Niveau, das unter den letzten 13 herrscht, entscheiden jetzt Kleinigkeiten über das Weiterkommen. Kleinigkeiten wie die richtige Ausstrahlung zur richtigen Zeit. Inan ist daran gescheitert, dass er es nicht immer geschafft hat, die Jury mit seiner Performance zu überzeugen. Aber auch er kann stolz auf seine Leistung sein, obwohl es für ihn heute nicht gereicht hat. Hallo Indira. Hallo Indira. Ich bin da so ein bisschen ratlos, wie man das schaffen kann, dass du die Sachen alle aufnimmst und verarbeitest. Und last but not least müssen wir ja irgendwie jetzt die Leute mitnehmen, die wirklich schnell vorwärts kommen und bei denen wir denken, dass sie sich auch in der nächsten Zeit schnell entwickeln. Bei dir ist, glaube ich, der Vorteil, dass auf jeden Fall der Wille da ist. Und du weißt jetzt ja schon, wenn wir so lange reden halten, du bist weiter. Indira schafft es als Letzte bis in den nächsten Tag. Sie darf sich wie die anderen Neuen auf die Stage-Performance vorbereiten. Eine Art kleinem Konzert, bei dem die Jury dann ein letztes Mal entscheidet. Doch darüber machen sich die Kandidaten jetzt noch keine Gedanken. Denn die, die noch dabei sind, freuen sich erst einmal darüber, dass es morgen weitergeht. Und die, für die der Workshop vorbei ist, müssen sich mit dem Gedanken anfreunden, dass sie erst einmal nicht Popstars werden. Aber zum Glück sind sie nicht allein. Im Innenhof des Hauses warten schon die anderen Ausgeschiedenen, um denen, die gerade die Entscheidung hinter sich haben, zu zeigen, dass sie für sie da sind. Egal, ob sie noch im Rennen um die Bandplätze sind oder nicht. Der letzte Tag des Workshops hat begonnen. Frühmorgens gehen die letzten 10 Kandidaten noch einmal ans Meer, um Kraft zu tanken. Denn noch einmal geht es um alles für Curly, Hila, Daya, Ross, Raymond, David, Giovanni, Indira, Faiz und Shehem. Weil am Abend die anstrengende Stage-Performance stattfindet, wird nicht mehr richtig trainiert. Die Kandidaten gehen mit Coach Salva lediglich noch einmal die richtigen Schrittfolgen durch. Alle sind konzentriert, denn keiner will später Fehler machen. Zwar entscheidet sich heute noch nicht, wer in der Band ist, doch die Jury legt fest, wer nach München eingeladen wird. Erst dort wird dann endgültig entschieden, wer die neuen Popstars sind. Und zwei bangen ganz besonders, ob sie dabei sein werden. Shehem und David können an diesem Vormittag nicht mehr an der Choreografie arbeiten. Sie haben sich verletzt. Der Rücken ist verspannt. In der Ellenbogen tut's weh. Zu viel Spannen. Ich habe eine Sehnenentzündung. Und meine Schulter ist halt lädiert durchs Tanzen. Und ich darf dir jetzt nicht beanspruchen. Ich habe gerade eine Spritze gegen die Schmerzen bekommen und jetzt sind die Schmerzen gleich hoffentlich weg, so in 20 Minuten, 30 Minuten, sagt er jetzt.
Durch Ruhe und Massagen wird versucht, James Schmerzen zu lindern. Ihn hat es schlimmer erwischt als David. Während der sich nach einer Spritze schon wieder auf dem Weg der Besserung befindet, ist bei Shaham immer noch unklar, ob er bis zur Stage-Performance wieder fit wird. Doch als es dann an die letzten Proben geht, sind alle 10 dabei. Auch David und Shaham. In der Disco, wo später der Auftritt vor den Ausgeschiedenen und der Jury stattfindet, machen die Kandidaten den Soundcheck. Außerdem gehen sie noch einmal die Choreografie durch. Nur Shaham kann noch nicht wieder tanzen. Seine Schmerzen sind noch zu stark. Aber immerhin kann er stehen, denn er hatte schon befürchtet, den Auftritt im Sitzen absolvieren zu müssen. Die Bühnenproben klappen gut, die Mikros passen, die Bewegungsabläufe sind rund. So dauert die Probe nicht allzu lange und die Kandidaten können in die Maske. Zum ersten Mal werden sie jetzt so richtig gestylt. Make-up wird aufgelegt, die Frisuren gemacht. Denn damit sie wie richtige Popstars performen, müssen sie auch so aussehen und sich so fühlen. Die Kandidaten genießen es, dass sie zum ersten Mal während des Workshops wie echte Stars behandelt werden. Und dann wird es langsam ernst. Kurz vor ihrem Auftritt versammeln sich die letzten 10 am Hintereingang zur Disco. In wenigen Minuten haben sie ihren alles entscheidenden Auftritt. Sie sind extrem motiviert und nervös. Eines ist sicher, sie werden alles geben. Ich darf sowieso nicht tanzen. Also ist die Hälfte der Furcht sowieso weg. Ich hoffe nicht, dass das Auswirkungen auf die Beurteilung oder auf die Endentscheidung hat. Man ist vorbereitet und man kann im Endeffekt einfach nur durch cool sein und durch Können überzeugen, was wir halt eben jetzt auch gelernt haben. Ja, ich finde es voll schade, wenn ich jetzt so das Gefühl habe, ey, heute, das war das Letzte und dann ist es vorbei. Also selbst wenn ich nicht in die Band komme, ich finde es so schade, dass das Training vorbei ist, weil es mir so viel gebracht hat. Und ich habe auch schon gesagt, wenn ich nach Frankfurt komme, ich mache da knüpft auf jeden Fall dran an und werde weiterhin Tanzstunden nehmen und versuchen, das weiter auszubauen, weil ich es halt super schade finde. Deswegen fände ich es auch saugeil, wenn ich mit ins Haus könnte. Ja, ich bin sehr aufgeregt, nervös, alles. Weil jetzt habe ich meinen Schminken bekommen. Und fühle ich wirklich, wann ich das sagen darf, so wie ein Popstar. Die Jury betritt die Disco, wo bereits die Ausgeschiedenen warten. Alex und die müssen sich heute noch einmal entscheiden, wer die Besten der Besten sind. Denn eins ist sicher, alle 10 können sie nicht mit nach München nehmen. Doch die ersten Worte gelten den 23 großen Talenten, die ausgeschieden sind. Vielen Dank für den Applaus. Aber eigentlich haben wir den nicht verdient, sondern ihr. Denn ihr seid so weit gekommen bis nach Ibiza und wenn ich euch so sehe, glaube ich, haben wir die richtigen Leute eingeladen. Wir wünschen euch persönlich für eure Zukunft alles, alles Gute. Und vielleicht begrüßt ihr mit uns zusammen jetzt die 10 übrig gebliebenen. Da sind sie. Es ist soweit. Die letzten 10 treten vor ihr Publikum. Jetzt rasen die Herzen, das Adrenalin jagt durch die Adern. Noch einmal an die Grenze gehen und dann ist es überstanden. Dann wissen die Kandidaten, ob sie ihren Traum vom Popstar-Sein weiterträumen können. So, ihr seid's. Ihr seid's. Jetzt wird's zum letzten Mal nochmal ernst. Also wenn wir feststellen, wer wird nach München kommen und dort im Tonstudio Aufnahmen machen, nochmal spezielle Coachings im Gesang und im Tanz bekommen und aus welcher Auswahl wird im Endeffekt die Band entstehen? Seid ihr aufgeregt? Damit sich die Jury ein Urteil machen kann, welche Stimmen am besten zusammenpassen, werden die Kandidaten in verschiedenen Formationen auftreten und die beiden Songs performen, die sie in den letzten 9 Tagen einstudiert haben. Jetzt wird sich zeigen, wer am meisten gelernt hat, wem der Workshop am meisten gebracht hat. Und hier sind sie, die besten 10 aus über 11.000 Popstars-Bewerbern. Being hurt, they
Ich so selten was sage, sage ich jetzt was. Ich habe mir eigentlich gedacht, als ich hierher kam, dass alle gegeneinander arbeiten, weil ihr hattet alles das gleiche Ziel. Und was ich absolut bewundere, die Leute, die hier saßen, haben so viel Größe bewiesen, das kann ich gar nicht fassen. Das finde ich unglaublich. Wie ihr eure Leute angefeuert habt, das war der helle Wahn, wirklich. Tolle Performance, das war ein Riesentag. Vielen Dank. Der erste große Auftritt ist vorbei. Die Kandidaten sind immer noch ganz euphorisch, als sie auf die Urteilsverkündung der Jury warten. Aber sie sind auch nachdenklich, denn sie wissen, dass sie in dieser Zusammenstellung nie wieder auftreten werden. Wie kam das drehen? Mir geht es wirklich gut und dann wirklich schlecht. Es ist diese Entscheidung, das tut mich echt weh. Wir haben so viel Spaß heute gehabt und trotzdem muss ein paar Leute von uns jetzt gehen. Und weil ich das so ein Wunder machen, ich würde alle 10 von uns mitnehmen. Also mir geht's richtig, richtig, richtig gut. Und es ist mir ehrlich gesagt wirklich vollkommen egal, was die Jury gleich sagt, weil ich habe gerade diese Party, diese Möglichkeit, sich da hinzustellen und sich für einen kurzen Moment vor seinen Freunden wie ein Star zu fühlen. Mhm. Das habe ich gerade genossen. Und ey, mehr Star, glaube ich, sehr schwer zu werden, glaube ich. Mir geht's irgendwie super geil. Ich bin einfach irgendwie, ich hatte so viel Spaß. Ich glaube, wir hatten alle so viel Spaß, miteinander, einander zuzusehen. Es war einfach echt super geil. Die ganzen 9 Tage voller Stress und voller Arbeit und voller Tränen haben sich super gelohnt. Doch nicht alle sind so glücklich wie Feis oder Hila. Curly weint, sie ist mit ihrem Auftritt nicht zufrieden gewesen. Und auch Raymond schaut etwas skeptisch. Jetzt fällt die letzte Entscheidung im Workshop. Noch einmal zittern und bangen die Kandidaten. Noch einmal schießt ihnen die ewig gleiche Frage durch den Kopf. Bin ich dabei oder nicht? So, wir werden euch jetzt erzählen, wer mit nach München kommt, wer da weiterhin ein Coaching bekommt, wer weiterhin Tanztraining bekommt. Und in München wird dann die endgültige Formation bekannt gegeben. Wir werden nicht sagen, wer nicht mitkommt. Okay? Okay, legst du los? Okay. Nach München würden wir gerne einladen. Hila. Hi.
außerdem gerne nach München einladen möchten, ist Ross. Baby! Noch eine Einladung nach München bekommt Daya. Wir möchten als nächstes wieder einen Mann einladen. Und zwar heißt dieser Mann David. Sein Zelt. Aufschlag wird in München. Unser liebgewonnener Italiener Giovanni. Wen wir außerdem gerne nach München einladen möchten, ist einer, der keine Haare hat. Cem. Nicht auf die Wiesen, aber nach München. Geht's für Indira. Okay. Und last but not least. Es war so knapp. Für Curly und Raymond ist der Traum in letzter Sekunde geplatzt. Selbst für die Jury ist es nicht leicht gewesen, noch große Unterschiede in der Qualität zu sehen. Doch jetzt mussten Alex und die auch abwägen, welche Formationen am besten harmonieren. Und das führte dazu, dass sie sich gegen Curly und Raymond entschieden haben. Obwohl es ihnen sehr, sehr schwer gefallen ist. Okay, Curly und Raymond, ihr seid Megakünstler. Das wisst ihr selbst. Die Chancen, die euch jetzt gegeben sind, solltet ihr nutzen. Es ist zu erwarten, dass es Chancen gibt. Denn viele, viele Leute werden euch im Fernsehen gesehen haben und gesehen haben, wie weit ihr gekommen seid und dass ihr Talent habt. Und ihr beide heute super performt. Applaus für die beiden. Über 11.000 Mädchen und Jungen waren bei den Castings angetreten. Die 33 Besten waren auf Ibiza dabei. Sie alle haben hart gearbeitet, sie haben alle gelitten. Doch sie haben auch alle Spaß gehabt, große Fortschritte gemacht und vor allem, sie haben Freunde gefunden. Denn die Kandidaten selbst, die Jury und das ganze Popstars-Team waren erstaunt darüber, was sich in den wenigen Tagen ereignet hat. Aus 33 vermeintlichen Konkurrenten ist jeden Tag mehr eine Gemeinschaft, eine große Familie geworden.
Was auch immer passiert ist, sie haben zusammengehalten, zusammen geweint und zusammen gelacht. Und auch wenn es jetzt nur 8 von ihnen bis nach München geschafft haben, sie alle sind Gewinner, sie alle sind große Stars. Drawing crazy patterns.